Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder zeigen, welche Mahlzeiten ich an einem Tag zu mir nehme. Hier auf meinem Kanal gibt es viele Food Diaries, in denen ich zeige, was ich an einem Tag esse bzw. innerhalb einer Woche esse. Und das meistens zu erkennen, dass ich zwei feste Mahlzeiten und eine flüssige Mahlzeit am Tag zu mir nehme. Im letzten Dreivierteljahr hat sich das etwas geändert. Ich hatte im Juni dazu ein Video veröffentlicht. Ich esse nur noch eine Mahlzeit am Tag, war der Titel. Und in diesem Video berichte ich von meinem neuen Experiment, was ich so im Januar, Februar diesen Jahres gestartet habe. Das war erst unbewusst. Ich habe intuitiv nur noch eine feste Mahlzeit getrunken, dafür zwei flüssige Mahlzeiten zu mir genommen. Dann habe ich das irgendwann realisiert und habe gedacht, okay, jetzt schaust du mal, wie lange du damit wirklich gut klarkommst. Und ich habe jetzt über die Monate gemerkt, das ist wirklich eine sehr gute Option für mich, eine feste Mahlzeit, zwei flüssige Mahlzeiten am Tag. Wir haben jetzt Ende September und ich esse zu 95% nach wie vor nur eine feste Mahlzeit am Tag. Und dieses besagte Video, ich esse nur noch eine Mahlzeit am Tag, das verlinke ich euch auch oben in den Infokarten, für die, die es noch nicht geschaut haben, das hat auch ziemlich polarisiert. Ich habe viele zustimmende Kommentare bekommen, aber auch viele negative bzw. beleidigende Kommentare. Und bei diesem Thema wird auch wieder ersichtlich, wenn man nicht mit der Masse mitschwimmt, nicht dem Narrativ folgt, dass man 5 Mahlzeiten am Tag braucht oder 2000 Kalorien, dann werden Menschen einfach oft beleidigend, ohne wirklich eine Ahnung zu haben. Sie haben ganz viel Meinung, aber ganz wenig Ahnung. Und ich will hier in diesem Video auch wieder mal verdeutlichen, wir Menschen, wir sind nicht alle gleich. Wir sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir legen den Fokus auf unterschiedliche Dinge. Und ich möchte mit diesen Videos, mit meinem Kanal hier einfach aufzeigen, welche alternativen Wege es gibt. Für mich fühlt sich diese eine feste Mahlzeit am Tag sehr, sehr gut an. Und ich kann mich erinnern, dass ich unter diesem ich esse nur noch eine Mahlzeit am Tag, dass ich einen ziemlich aggressiven Kommentar bekommen habe, so nach dem Motto, ich wäre magersüchtig und ich werde bald sterben, weil ich nur noch eine feste Mahlzeit esse. Also war wirklich sehr aggressiv der Ton. Ich habe mich dann aber auch auf eine Diskussion eingelassen, aber der Kommentator wollte meine Argumente gar nicht gelten lassen, hat mir einfach bescheinigt, dass ich bald sterben werde und dass das alles gar nicht sein kann. Ab und zu gibt es dann auch Kommentare, genau unter diesen Videos, ja, du bist viel zu mager. Und ich wundere mich dann immer, weil ich denke, die Menschen sehen mich meistens nur so, wie sie mich jetzt sehen. Woraus kann man schließen, dass ich viel zu mager bin? Und ich gehe jetzt mal ein paar Schritte zurück und zeige euch mal wenigstens einen Teil meines Körpers und dann seht ihr, dass ich nicht zu mager bin. Also ihr seht, das ist totaler Quatsch. Ich bin auf keinen Fall zu mager, obwohl ich nur eine feste Mahlzeit am Tag esse. Ich möchte auch nochmal betonen, die Grenzen anderer Menschen sind nicht meine Grenzen. Wenn einige Menschen meinen, man muss 5 feste Mahlzeiten am Tag essen, dann müssen tierische Produkte dabei sein. Und da muss auf alle Fälle Brot dabei sein und Industriekost dabei sein. Wir müssen mindestens 2000 Kalorien am Tag essen, dann ist das ihr Weg. Aber es ist nicht mein Weg. Ich gehe einen alternativen Weg, ich experimentiere viel. Und ich will einfach diese alten Konditionierungen aufbrechen und möchte einfach auf meinem Kanal andere Wege aufzeigen. Ich möchte inspirieren. Ich wünsche mir einfach, dass ihr euch einen kleinen Teil davon rausziehen könnt. Und dadurch, wenn ihr seht, aha, eine Mahlzeit am Tag, das geht, ohne dass man abmagert, dass ihr vielleicht auch andere Dinge in Frage stellt, die uns immer erzählt werden, dass das so sein muss oder dass das so war. Dass ihr einfach einen offenen Geist entwickelt und auch kritisch hinterfragt, auch Experimente startet, einfach aktiv seid, einfach offen seid und nicht mehr alles so glaubt, was so erzählt wird. Lange genug der Vorrede, jetzt seht ihr, was ich in dieser Woche an einem Tag zu mir genommen habe. Los geht's! Es ist gegen 13.43 Uhr. Ich nehme für heute die erste Flüssigkeit zu mir. Dafür habe ich hier meinen Schüttelbecher. Da ist auch schon ein bisschen grünes Pulver drin. Das ist mein liebstes grünes Pulver, Grassaftpulver von Lebenskraft pur. Das besteht aus Kamut-Grassaft und Gerstengrassaft, der schonend getrocknet wurde. Und dieses Pulver vermische ich mit gereinigtem Wasser und ich verwende dafür dampfdestilliertes Wasser. Ihr seht hier im Hintergrund rechts auch unseren Dampfdestillierer. Und ich gebe hier einfach in diesen Mixbecher ca. 300 Milliliter destilliertes Wasser und in dem Mixbecher befinden sich ca. 2 Teelöffel von diesem Grassaftpulver. Das Grassaftpulver und das Wasser habe ich in diesem Schüttelbecher gut miteinander vermischt. Da gibt es auch noch hier so einen Aufsatz, dann kann man aufschrauben und das alles gut vermischen. Und ich werde mir jetzt dieses grüne Getränk schmecken lassen.
Circa 45 Minuten, nachdem ich dieses Grassaft-Wassergetränk zu mir genommen habe, presse ich mir einen grünen Saft aus Stangensellerie. Das ist ein Stangensellerie, den ich mir jede Woche seit mehreren Monaten über meine Biokiste bestelle von einem regionalen Biobauern. Und diesen Stangensellerie, das ist auch ein Bio-Stangensellerie, den habe ich im Rewe gekauft. Wenn ich mir einen Saft nur aus diesem Stangensellerie presse, dann wird der Saft sehr intensiv und würzig. Und deswegen mische ich ihn gern mit diesem Stangensellerie-Saft aus diesem helleren Stangensellerie, dann schmeckt der Stangensellerie-Saft deutlich milder. Es gibt ein ganz tolles Buch von Anthony William, Medical Food, warum Obst und Gemüse als Heilmittel potenter sind als jedes Medikament. Und er schreibt in diesem Buch, dass Stangensellerie zu den besonders stark entzündungshemmenden Lebensmitteln gehört, weil er schädliche Bakterien, Pilze, Keime sowie Viren aushungert und zum Beispiel auch Toxine und Zellreste aus dem Verdauungstrakt und der Leber ausschwemmt. Also der Stangensellerie, der schafft ein eher basisches Milieu im Darm. Was ich auch sehr interessant finde, Anthony Williams schreibt in seinem Buch, dass im Stangensellerie wichtige Mikromineralsalze enthalten sind, die der Wissenschaft aber noch gar nicht bekannt sind. Der Stangensellerie enthält auch Enzyme und Coenzyme und verstärkt damit die Magensäure, was generell eine Verdauung der Nahrung erleichtert. Dieses Buch von Anthony William verlinke ich euch unten in der Infobox. Vor dem Entsaften werde ich noch ein bisschen den Stangensellerie putzen. Also ich entsafte ihn mit nur wenig grünen Blättern, weil er sonst wirklich zu intensiv schmeckt. Der Stangensellerie ist geputzt und nun entsafte ich diesen Stangensellerie mit dem Rolls Royce unter den Entsaftern. Das ist der Angel Juicer. Der besteht komplett aus Edelstahl. Ein ganz großer Vorteil dieses Entsafters ist die hohe Saftausbeute. Und das tritt vor allem beim Stangensellerie zutage. Wenn man vorher mit einem anderen Entsafter entsaftet hat und entsaftet dann mit dem Angel Juicer Stangensellerie, dann bemerkt man erst, wie trocken ein Stangensellerie-Trester sein kann und vor allem, wie hoch die Saftausbeute sein kann. Wirklich phänomenal. Also der Angel Juicer ist vor allem für Stangensellerie, für Wildkräuter, für Gräser, für Sprossen, für alle grünen Lebensmittel hervorragend geeignet. Wirklich ein wunderbarer Entsafter, den ich immer wieder gerne empfehle. Ihr findet den Link zum Angel Juice auch unten in der Infobox. Ist jetzt mein frisch gepresster Stangensellerie-Saft. Das sind ca. 400 Milliliter und den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Jetzt sammle ich noch ein bisschen Wildgrün für meine eine feste Mahlzeit am Abend und hier habe ich schon eines meiner Lieblingswildkräuter entdeckt. Das ist das Franzosenkraut. Das ist sehr mineralstoffhaltig, soll viel Eisen enthalten und ich liebe den milden, ein bisschen würzigen Geschmack. Da werde ich mir jetzt ein bisschen was sammeln. Hier habe ich noch ein bisschen Vogelmiere entdeckt. Da nehme ich auch noch ein paar junge Pflänzchen mit. Die Vogelmiere ist ein sehr wertvolles Wildgrün, weil man sie, wenn man Glück hat, das ganze Jahr über finden kann. Sie keimt und treibt auch unter Schnee. Also die kann man auch bei 0 Grad finden, wenn die Temperaturen nicht so weit in die Minusgrade gehen, dann kann man wirklich auch den Winter über regelmäßig Vogelmiere ernten. Und ich schätze an diesem Wildkraut den milden, maisähnlichen Geschmack. Also ein wundervolles Einsteigergrün für Kinder, aber auch für Erwachsene, die sich gern mehr von Wildgrün ernähren möchten, empfehle ich auch immer Vogelmiere zu sammeln bzw. nach Vogelmiere Ausschau zu halten. Meine Jungs haben auch gerade ihren Spaß, während ich hier Wildkräuter sammle. Schön Bewegung in der freien Natur. Hier habe ich auch noch ein wundervolles Wildkraut, Guntermann. Ein sehr würziges, herbschmeckendes Wildkraut. Soll auch Schwermetalle ausleiten können. Jack!
Hier wächst auch junger Löwenzahn, junge Löwenzahnblätter, ein wertvolles regionales Wildgrün, enthält viele wertvolle Bitterstoffe und hat eine wohltuende, entgiftende und blutreinigende Wirkung. Also ich freue mich jetzt auch, dass ich meine Mahlzeit heute mit diesem tollen Wildgrün bereichern kann. Hier seht ihr auch eines meiner Lieblingswildkräuter, die Brennnessel, junge Brennnesselpflanzen. Und ich werde jetzt für meine Abendmahlzeit die obersten 4 bis 6 Blätter pflücken. Ich habe auch kürzlich ein Video veröffentlicht, 6 Varianten Brennnesseln roh zu essen. Da gibt es auch 2 Varianten, wie man direkt an der Pflanze die Brennnesseln relativ unkompliziert ohne Nesseln essen kann. Also wer das Video noch nicht kennt, dann verlinke ich es euch oben in den Infokarten. Wenn ich in Videos zeige, wie ich Brennnessel ernte, werde ich auch oft gefragt, ob mir die Nesselhaare nichts ausmachen und wie es sein kann, dass ich die Brennnesseln einfach so pflücken und auch einfach so in der Hand tragen kann. Da muss ich dazu sagen, das mache ich ja jetzt schon viele Jahre, Brennnesseln sammeln. Es ist auch einfach eine Gewöhnungssache, auch eine Art Abhärtung und auch eine Art Mindset. Ich habe auch keine Angst davor, dass es eventuell ein bisschen nesselt. Also ein bisschen nesselt es schon, aber es macht mir wirklich nichts aus. Es ist überhaupt nicht schmerzhaft. Und ich weiß ja auch, wie wertvoll diese Brennnesselpflanzen sind und habe mich sozusagen mit ihnen angefreundet. Ich bin auch immer sehr achtsam beim Sammeln, zerstöre nicht die ganze Pflanze, also pflücke immer die obersten Blätter und danach 1-2 Wochen sind die dann auch wieder nachgewachsen. Also ich versuche auch der Pflanze keinen Schaden zuzufügen und ich habe so das Gefühl, wenn man sehr achtsam mit diesen Brennnesselpflanzen umgeht, dann merkt man die Nesselhaare nicht mehr so sehr. Das ist jetzt erstmal meine Wildkräuterausbeute für heute, also für meine Abendmahlzeit heute. Und ich werde noch schauen, ob ich auf dem Weg nach Hause etwas Giersch finde. Dann ist meine Wildkräutermahlzeit für heute komplett. Wir sind gerade auf dem Rückweg wieder im Wald unterwegs und tatsächlich habe ich hier noch jungen Giersch gefunden. Das war das Fahrrad. Genau, jetzt sammle ich noch ein bisschen Giersch und dann geht's weiter. Wir wollen nämlich noch mal im Bioladen einkehren. Was wollt ihr im Bioladen? Weiß ich noch nicht. Ein Eis, ein Wassereis. Ja. Und ich sammle hier noch ein bisschen Giersch. Ich habe jetzt schon einige junge Girschblätter gesammelt. Also die jungen Blätter sind immer am wertvollsten von den Wildkräutern. Würde ich euch auch immer empfehlen, junge Blätter zu sammeln. Die enthalten nämlich nicht so viele Gerbstoffe wie die alten, für die älteren Pflanzen. So ganz junger Giersch. Die schmecken besonders gut. Da freue ich mich auch immer im März oder April, wenn der erste Giersch kommt, dann pflücke ich ganz gerne immer die jungen Pflanzen. Natürlich nicht alle von einer Population, sehr achtsam und mit Bedacht. Das kommt jetzt mit in meinen Wildkräuterbeutel und dann geht's weiter. Es ist jetzt kurz nach 18 Uhr vor meiner ersten festen Mahlzeit für heute. Nehme ich noch diese beiden Presslinge ein. Das sind Algen und zwar ist das ein Kelbextrakt. Also diese Presslinge bestehen nur aus Zellulose und einem Kelb Trockenextrakt und das ist meine natürliche Jodquelle. Und diese Presslinge nehme ich mit reichlich Wasser ein. Gegen 18.30 Uhr beginne ich mit meiner einzigen festen Mahlzeit am Tag. Ihr seht, ich beginne mit Obst. Das sind 150 Gramm aufgetaute Himbeeren. Dann habe ich hier 2 Birnen, 2 richtig schöne reife Gartenbirnen. Die hat meine liebe Freundin kürzlich mitgebracht. Die habe ich schon in Stücke geschnitten. Und das sind 2 Äpfel in Stücke geschnitten, die sind von meinen Eltern aus dem Garten. Also das ist jetzt der erste Teil meiner festen Mahlzeit. Es ist gegen 19.30 Uhr. Vor einer Stunde habe ich mit dem Obstteil der Mahlzeit begonnen. Das hat ungefähr bis 19 Uhr gedauert. Dazwischen habe ich auch mal ein bisschen Zeit gelassen, also zwischen den 3 einzelnen Obstsorten. Dann habe ich jetzt noch mal eine halbe Stunde gewartet und jetzt gibt es die Gemüsemahlzeit. Da haben wir hier geraspelte Gurken mit kleingeschnittenen getrockneten Tomaten. Kressesprossen sind dabei, gefrorene 6 Kräuter und etwas Kalanamak-Salz. Das sind auch nochmal
Gurkenraspel, diesmal mit ganz viel Chlorella. Chlorella ist eine Mikroalge und ich verwende das hochwertige Chlorella-Pulver von der Algenfarm in Klötze. Das sind regionale kleine Tomaten. Der Paprika ist auch regional, den bekommen wir jede Woche mit unserer Biokiste. Und hier ein schöner grüner Teller, da ist noch ein bisschen Palmkohl, also Schwarzkohl dabei. Und das hier sind die Wildkräuter, die ich heute Nachmittag gesammelt habe. Ein Lebensmittel habe ich noch vergessen, eingeweichte Meeresspaghetti. Die gibt es heute auch zu meiner Abendmahlzeit. Ihr habt gesehen, an diesem einen Tag habe ich zwei flüssige Mahlzeiten und eine größere feste Mahlzeit zu mir genommen. Ja, auch Säfte, frisch gepresste Säfte oder dieses Grassaftgetränk gilt für mich als Mahlzeit, auch wenn sie flüssig sind, weil ich mich danach einfach immer sehr genährt und gesättigt fühle. Gerade nach diesem Grassaftgetränk, das verwende ich ja schon seit über einem Jahr, fühle ich mich wirklich immer sehr, sehr gestärkt und genieße diesen Saft. Was ich auch noch mal erwähnen möchte, ihr habt ja gesehen, ich esse nur eine Mahlzeit eher am Abend. Ich fühle mich den ganzen Tag über gestärkt, ich habe keinen Hunger, kein Schwächegefühl, mein Blutzucker schwankt nicht, ich habe nicht das Bedürfnis, immer wieder was essen zu müssen. Ich bin wirklich den ganzen Tag über ausbalanciert. Also es ist unglaublich, was alles möglich ist, wenn man so sich das nötige Mindset dazu aufbaut und diese alten Konditionierungen aufbricht. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit und bin gespannt, was die nächsten Monate, die nächsten Jahre mit diesem Experiment bringen werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich interessiere mich natürlich auch für eure Meinung. Was haltet ihr von diesem Video? Könnt ihr euch vorstellen, nur noch eine feste Mahlzeit am Tag zu essen? Beziehungsweise würde mich auch interessieren, wie viele Mahlzeiten am Tag nehmt ihr zu euch? Ihr könnt mir auch gerne schreiben, welche Ernährungsform praktiziert ihr? Esst ihr eher rohkostlich? Esst ihr vegan, vegetarisch, paleo oder esst ihr alle Lebensmittel? Ich freue mich auf unseren Meinungsaustausch. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, alles Gute. Bis bald, eure Silke.